Hallo und willkommen hier bei wetter.net. Und heute ist auch beim Wetter ein sehr spannender und ganz besonderer Tag, denn es kann morgen in manchen Regionen eine weiße Überraschung geben und so ist der Weihnachtsbaum dann verschneit. Und heute Abend kann es mit etwas Glück pünktlich zum Heiligabend auch schon erste Schneeflocken geben. Das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Wir haben eine markante Grenzwetterlage über Deutschland liegen, mit sehr kalter Luft aus Skandinavien hier im Nordosten, die dann heute Abend langsam in die Mitte vorankommt, aber auch ein kräftiges Tiefdruckgebiet hier über dem Atlantik, der mit sehr milder Luft aus Südwesten dagegen hält. Und entsprechend haben wir dann hier in der Mitte eine Grenzwetterlage, die sich nicht so wirklich weiter bewegen will. Im Südwesten sehr milde Bedingungen, im Nordosten, da wird es bitterkalt. Und im Übergangsbereich, da werden wir dann in manchen Ecken den Schneefall bekommen. Schauen wir uns das Ganze noch auf dem Niederschlagsfilm an. Aus Nordosten verdrängt heute die Kaltluft die Schnee- und Regenfälle immer weiter zur Mitte. Und im Südwesten, da bleiben wir ja weiterhin dieser feuchtmilden Luftmasse. Hier wird es immer wieder nass. Und genau hier im Übergangsbereich zur Kaltluft in der Mitte, da kann es morgen dann die eine oder andere weiße Überraschung geben. Und im Norden, da klart es heute Nacht auf und da kann es dann auch ziemlich kalt werden. Und dabei wird es hier im Nordosten schon bis zu minus 10 Grad kalt, nicht direkt an den Küsten, aber im Inland. Und auch ansonsten haben wir hier im Norden und Osten schon sehr frostige Temperaturen. Und zuvor kann es pünktlich zu Heiligabend in einer Linie von Oldenburg-Bremen über das südliche Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und bis nach Sachsen herein schon Schneefall geben. Also hier wird es dann am Heiligen Abend schneien. Allzu viel wird da aber nicht runterkommen, denn mit der kalten Luft kommt auch eine trockenere Luftmasse. Diese verdrängt dann ganz schnell die Schneefälle. Aber hier im Übergangsbereich zur milderen Luft, da kann es dann örtlich auch eine Schneedecke geben zum ersten Weihnachtsfeiertag. Besonders hier im südlichen Sachsen, Thüringen, im nördlichen Franken, aber auch in Mittelhessen, vor allem in den Mittelgebirgen, hier kann es dann eine weiße Überraschung geben. Und ja, und noch weiter südlich, da bleibt es dann beim Regen. Hier sehen wir bis zu 7 Grad, das als Tiefstemperatur. Hier ist es dann deutlich milder. Im Norden und Osten haben wir morgen Dauerfrost, aber dafür auch strahlenden Sonnenschein. Und vor allem hier in dieser Übergangszone, wo es nachts vielleicht noch etwas stärker geschneit hat, hier haben wir dann dieses Bilderbuch Winterwetter mit Sonnenschein, Dauerfrost in einer verschneiten Landschaft. Ebenso auch im Nordosten, denn dort liegt ja schon der Schnee. Ansonsten bleibt es hier meistens dicht bewölkt. Örtlich kann es noch ein paar wenige Schneeflocken geben. Und im Südwesten, ja, da sieht es ganz anders aus, ebenso auch im Alpenvorland. Hier ist es viel milder mit bis zu 10 Grad und dafür kann es hier aber auch immer wieder nass werden. Die Sonne, die zeigt sich hier fast gar nicht. Die Grenzwetterlage bleibt uns auch in den Folgetagen erhalten. Im Nordosten haben wir zum Teil am Tage nur minus 5 Grad und nachts kann es sogar auf bis zu minus 15 Grad abkühlen. Dafür ist es hier aber auch sehr freundlich und verbreitet scheint den ganzen Tag über die Sonne. Im Südwesten, ja, da bleiben wir im Dauergrau und es wird immer wieder nass. Naja, aber immerhin haben wir dort auch keine Klettegefahr, denn diese wird ab Dienstag in der Mitte und später auch im Norden zunehmend ein Thema, denn dann versucht sich aus Südwesten mildere Luft durchzusetzen. In Verbindung mit Regenfällen kann es dann zum Teil gefährlich glatt werden. Das schauen wir uns dann aber genauer an, wenn es soweit ist. Jetzt heißt es erstmal die Feiertage genießen und deswegen wünsche ich euch auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen frohe Weihnachtsfeiertage und wünsche mich euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Bis dahin, macht es gut.